das ist bei mir wirklich ein Tick, ein Talent, sagen wir so, dass ich halt gern zeichne und gern auch anschaue, die Leute anschaue. Die Leute haben mir immer gesagt, du hast so einen langsamen Blick, weil ich die Leute so lang und gründlich angeschaut habe. Nicht? Von der Mache auf fange ich ja an, wirklich mit Zeichnungen, ganz einfachen Zeichnungen. Mit Konturen, die ich dann später vielleicht ausfülle oder auch nicht. Das habe ich natürlich früher schon entdeckt, schon als Kind, dass ich am liebsten herumzeichne, nicht? Meine Mutter hat mich einfach in eine Ecke gesetzt, da haben wir Bleistift und Papier und da war ich ruhig. Wenn man aufs Körpergefühl achtet oder das irgendwie darstellen möchte, dann muss man ganz, ganz abgetrennt sein. Dann muss man sich von Erinnerungen von der Außenwelt abtrennen.